Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Heute zeige ich euch mal die neuen Tools von Warlord Games. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Heute werde ich euch mal die neuen Tools von Warlord Games zeigen. Ja, Warlord Games hat eine ganze Palette neuer Tools auf den Markt geschmissen, beziehungsweise so neu sind sie gar nicht. Das werden wir im Video mal noch ein bisschen erläutern, aber sie haben eine eigene Tool-Serie herausgebracht. Ich zeige euch gleich mal alles, was das alles ist. Neben Warlord Games haben wir natürlich auch andere Tool-Anbieter. Natürlich fällt mir spontan direkt ein, natürlich Army Painter, die haben natürlich auch ein klasse Sortiment, was auch so im Niedrigpreissegment angesetzt ist. Also von der Qualität her sage ich mal, okay, also völlig ausreichend, aber es ist jetzt nicht hochklassiges Werkzeug, wo ich halt vielleicht jahrelang mit Spaß habe. Also ich habe auch schon das ein oder andere Messer zerlegt oder auch schon die ein oder andere Zange zum Ausknipsen. Da geht schon immer mal ein bisschen was kaputt. Kann mir natürlich auch bei hochwertigem Werkzeug passieren. Aber das ist so Army Painter somit so mit einer der günstigsten aktueller Markt. Und dann haben wir natürlich von vielen anderen Hobby-Schmieden und Hobby-Herstellern auch noch andere Werkzeuge. Natürlich, GW hat natürlich auch ihr eigenes Sortiment, wobei das sehr hochpreisig ist, aber inzwischen, glaube ich, auch eine ganz gute Qualität hat. Ich habe so die einigen letzten neueren Sachen mir mal so angeschaut. Das war das Messer, das war die Zange, das war der Entgrater. Die waren, glaube ich, sehr, sehr gut, meiner Meinung. Bin ich jetzt gespannt auf dieses Warlord Games Sortiment. Ich habe schon was gehört, und zwar soll das teilweise das alte Sortiment von GW sein. Wir werden da gleich mal reingucken. Einige Sachen kommen mir auch bekannt vor, wie zum Beispiel bei AK Interactive, Army Painter. Ich weiß nicht, ich kenne das alte GW-Sortiment gar nicht. Ich kenne das alte GW-Messer, das war so ein richtig dickes Messer mit so einem Gummischaft. Das war auch ziemlich gut, das habe ich auch noch hier. Das ist aber zum Beispiel nicht hier mit dabei. Also wenn, muss das schon ein sehr, sehr altes GW-Sortiment sein. Wobei hier haben wir zum Beispiel einen Moldline Remover. Den gab es auch erst später, meiner Meinung. Also ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Mix aus... Also ich habe gehört, das sollen alte GW-Werkzeuge sein, aber einige Sachen kommen ja auch von woanders bekannt vor. Ja, bevor wir jetzt in die Nahansicht gehen... Werkzeuge. Wofür brauche ich eigentlich alles Werkzeuge? Natürlich, ich brauche sie angefangen beim, wenn ich Figuren aus einem Gussrahmen knipsen möchte, brauche ich eine Zange, ein Messer. Ein Messer ist natürlich immer gut, also wir brauchen das Messer eigentlich für all mögliche Dinge, um halt irgendwelche Flaschen zu öffnen, irgendwas zu entgraten oder sonst irgendwas. Für den Gussrahmen empfehle ich auch immer eine Kneifzange, weil man das einfach auch ja, sicherer rausbekommt. Gerade wenn man mit dem Messer, was habe ich damals mit dem Messer rumgeschnitzt und mir die Daumen aufgesäbelt oder die Finger. Von daher ist so eine Kneifzange immer wirklich gut. Ansonsten Feilen, Pipetten, Pinzetten, kleine Zangen zum Festhalten. Also wir brauchen auf jeden Fall immer Werkzeug, gerade in unserem Bereich. Und von daher finde ich es gut, dass Warlord Games jetzt auch so eine eigene Range rausgebracht hat, die auch relativ günstig ist. Ja, wo wir gerade bei günstig sind, ich habe hier auf meinem Handy mal ein paar Preise aufgemacht und jetzt nur mal so als Vergleich. Also wir haben hier, nehmen wir als Beispiel dieses Messer hier. Wir haben hier, glaube ich, auch noch ein anderes dabei, genau. Wir haben hier auch noch ein Modeling Knife und wir haben ein Large Modeling Knife. Wie gesagt, ich zeige euch das gleich noch in der Nahansicht. Das ist halt das gewohnte Skalpell und hier haben wir einfach einen etwas dickeren Griff. Das ist, was ich auch meine, so ein bisschen, was ich von GW damals kenne. Ich hatte es nur in Grau mit diesem Gummigriff. Also man hat einfach nochmal ein bisschen mehr Grip einfach. Finde ich persönlich besser als diese ganz dünnen Messer. Aber jetzt als Vergleich, dieses Messer hier kostet, also das mit dem dicken Griff, liegt bei, 4,55 Euro. Also bei einem bekannten Online-Händler hier in Deutschland. 4,55 Euro, also nicht mal 5 Euro, finde ich extrem gut. Qualität muss natürlich ein bisschen überzeugen. Aber im Vergleich natürlich haben wir zum Beispiel das Messer von GW. Das liegt aktuell hier bei 20,24 Euro. Das sind also über 15 Euro mehr. Da kriege ich also von dem hier, kriege ich 4 Messer. Und kann natürlich dann, also ja, damit komme ich wahrscheinlich weitaus länger als mit diesem Zitadellmesser. Weil, gut, Ersatzklingen habe ich hier tatsächlich nicht mit dabei. Gibt es aber auf jeden Fall extra zu kaufen. So, dann weitere Vergleiche. Wir haben hier dann noch das Hobby Knife von Galeforce 9 zum Beispiel. Liegt auch im sehr unteren Preissegment 5,40 Euro. Also ein bisschen teurer ist allerdings auch dieses
dieses dünne, was wir auch von Army Painter kennen. Vallejo hat auch ein Soft Grip Craft Knife für 6,29 Euro. Das Army Painter Knife ist auch mit dem dicken Griff, liegt bei 6,38 Euro. Und Army Painter hat meiner Meinung nach auch noch ein sehr schlankes. Gibt es jetzt hier aber gar nicht einzeln. Gab es, glaube ich, in dem Set. Aber auf jeden Fall liegen wir aktuell mit diesem jetzt am günstigsten. Das finde ich schon krass. Aber gehen wir doch am besten mal das ganze Sortiment durch. Ja, Messer haben wir gerade besprochen. Wir haben zwei Stück an der Zahl. Wir haben einmal das schlanke Messer, wir haben einmal das große Messer. Dann haben wir hier eine Zange zum Festhalten oder Verbiegen von bestimmten Dingen. Dann haben wir einen Bohrer mit Bohrern und zwar 5x1 mm Drill Bits. Und dann haben wir hier 0 zu 12, 0,8 zu 2, 1,8 zu 2,9 und das andere kann ich gerade nicht lesen, kann ich euch aber gleich noch zeigen. Also es sind auf jeden Fall auch Bohrer mit dabei. Dann haben wir Pipetten. Brauche ich immer. Also Pipetten früher nie, aber inzwischen, wo ich halt mit vielen verschiedenen Farben auch einfach arbeite, Pipetten sind super. Dann haben wir hier ja ganz normale Feilen. Hier sind drei Stück an der Zahl mit drinnen. Feilen sind auch immer super, um irgendwie gerade bei Zinn oder so, um mal ein bisschen was wegzumachen. Den Moldline Remover habe ich tatsächlich bis heute noch nie benutzt. Ich habe das immer mit dem Cutter gemacht, habe mich manchmal natürlich auch geärgert, wenn man da mal das ein oder andere weggeschnitten hat. Finde ich aber eine ganz geile Erfindung. Werde ich dann auch definitiv mal ausprobieren. Ja, den Sidecutter, das Werkzeug, was jeder von uns besitzen muss. Und das erinnert mich an den alten Army Painter, oder nee, den aktuellen Army Painter Cutter, der sieht genauso aus. Kann ich gleich mal noch zum Vergleich holen. Dann haben wir hier noch eine Pinzette, also eine Bastelpinzette, die ein bisschen größer ist, die man auch mal ein bisschen greifen kann, auch sehr gut. Gucken wir uns gleich nochmal die Spitze an, wie die ist. Und wir haben hier ein Modellierwerkzeug. Auf jeden Fall ein Teil mit enthalten. Masking Tape von der Firma Model Craft. Ist ein 6 mm breit. Und sind zwei Rollen auf jeden Fall mit dabei. Und wir haben eine eigene Cutting Mat. So, das scheint aber auch keine dazu gekauft zu sein, weil wir haben hier nämlich ein Warlock Games Logo. Von daher, das ist halt die eigene Cutting Mat. Und was wir hier jetzt nicht dabei haben, ist noch eine Säge. Also auch so eine wie man es von GW kennt. Das ist, glaube ich, die alte GW-Säge. Und natürlich Ersatzklingen für die Hobbymesser. So, aber jetzt würde ich sagen, wir gehen mal in die Nahansicht und gucken uns mal die ganzen Sachen mal von genauen an. Ja, ich habe jetzt für euch die Werkzeuge mal ausgepackt. Also wir haben hier, ja, standardgemäß drei Feilen, ne? Das kennt jeder. Die haben wir auch bei Army Painter, kann man die so im Set kaufen. Dann haben wir hier die Zange. Auch hier noch mit einem kleinen Sicherungsschutz, damit sie nicht aufgeht. Das ist der Cutter und den kenne ich halt von Army Painter. Ich hätte euch den gerne jetzt gezeigt, allerdings mein Army Painter Cutter, der ist leider zu Hause. Und hier habe ich in der Werkstatt leider nur andere Cutter, aber der kommt mir wirklich sehr bekannt vor. Hier ein klassisches Modellierwerkzeug für Green Stuff und Co. Hier mit dem Mold Remover und der ist wirklich, weiß ich nicht. Also das ist ganz einfaches, leichtes Plastik, also der ist auch wirklich sehr leicht. Ja, hiermit können wir dann quasi das abschaben, also es funktioniert, aber es sieht halt auch einfach überhaupt nicht wertig aus. Ne? Aber gut, es erfüllt bestimmt seinen Zweck und für den Preis, glaube ich, muss ich auch nicht meckern. Hier eine Pinzette. Solche Pinzetten sind auch immer Gold wert. Gerade auch für Decals oder kleine Teile, wenn man was kleben muss. Super gut und dann, man kann halt durch die Ecke auch einfach mal so ein bisschen, hat man ein bisschen mehr Handling. Solche Pinzetten sind auch immer sehr, sehr super. Ja, hier haben wir das Messer. Und jetzt habe ich hier das angesprochene GW-Messer. Das ist mein altes GW-Messer. Also glaube ich, dass es GW ist. Ja, Citadel, das ist schon ein paar Jährchen alt. Aber ich habe mich da ein bisschen getäuscht. Also hier haben wir auf jeden Fall kein Gummi.
Und hier haben wir wirklich so ein richtiges hartes Gummi. Das ist wirklich gut. Das liegt wirklich in der Hand. Es rutscht nicht. Hier haben wir ja ganz normales Plastik. Es ist auch wieder sehr leicht. Ja, das Gewinde. Mal gucken, wann das bricht oder reißt. Ja, es ist aber ein Metallgewinde mit verbaut. Okay. Aber es wirkt erstmal sehr klein. Also, ich weiß nicht. Ich habe keine wirklich großen Hände, aber ich finde es ganz schön klein. Also, das ist so schon okay. Na gut. Hier haben wir das kleine Skalpell. Das ist schon ein bisschen länger. Kennt jeder, Skalpell. Hier machen wir noch die Schutzkappe drauf. Ja, Pipetten, habe ich schon gesagt, sind inzwischen auch bei mir auf jeden Fall Gold wert, weil ich brauche für, ob das ein Verdünner ist oder tatsächlich Farbe oder Pigmentfixer, sind Pipetten immer super. Gerade auch die großen sind toll. Hier passen 2 Milliliter rein. Wirklich gut. Ja, und einen klassischen Handbohrer, den kennen wir auch, den hat Army Painter, den hat GW, glaube ich, auch mit entsprechenden, wenn es aufgeht, kleinen Bohrern. Ja, also jede Menge neue Werkzeuge, beziehungsweise neu natürlich nicht, nur neu von der Firma Warlord Games. Ja, was kann man dazu sagen? Also man kann natürlich nicht viel erwarten für den Preis. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr, also ist mit der billigste Anbieter am Markt. Ich habe allerdings auch keine Ahnung, was so eine Zange im Baumarkt kostet. Das wäre tatsächlich mal interessant, was mich so eine kleine Zange im Baumarkt kostet oder auch so ein Bastelmesser. Aber natürlich gibt es auch manchmal diese Skalpell-Sets mit gefühlten 150 Klingen dazu in allen möglichen Variationen. Kriegt man manchmal auch für einen Fünfer oder so geschossen. Allerdings muss ich sagen, von diesen Skalpell-Kästen halte ich auch nicht so viel. Ich hatte auch schon ein, zwei in meinem Leben. Und da waren die Klingen immer relativ schnell stumpf. Oder halt gerade bei diesen Skalpells sind hier vorne auch die Gewinde weggebrochen und das war alles nicht so geil. Also diese Skalpellkästen sehen erstmal cool aus und so, ach toll, da habe ich eine mega Auswahl und das reicht ein Leben lang. Nein, also habe ich nicht so die Erfahrung mitgemacht. Das ist halt, ja, billiger China-Scheiß so, ne? Aber ist okay, es erfüllt natürlich auch seinen Zweck und je nachdem, was man halt macht. Aber gerade so hier zum Beispiel im Studio brauche ich halt einfach auch Werkzeug, was funktioniert. Das fängt bei dem Messer an und hört bei der Airbrush irgendwo auf. Und wenn ich mir eine Airbrush kaufe für, weiß ich nicht, wir hatten das Thema ja schon öfters, aber natürlich kommt man mit einer billigen China-Pistole, erreicht man das gleiche Ziel, als wenn ich eine Hale und Steenbeck benutze. Allerdings kommt es halt dann auch darauf an, wie kann ich die reinigen, wie oft nutze ich das Ganze und. Von daher, wer also nur unregelmäßig mal ein bisschen was bastelt oder so, ist alles super. Und auch wer regelmäßig bastelt, ist mit diesem Sortiment definitiv gut aufgehoben. Aber ich will nur vorweg sagen, das ist jetzt nicht so die Mega-Monster-Qualität. Es ist solide. Klar, alles was aus Metall ist, ist erstmal gut. Alles was aus Plastik ist, ist erstmal schlecht. Von daher ziehe ich dann doch tatsächlich dieses Metallskalpell vor dem Plastik hier vor, auch wenn das ein bisschen dicker ist. Ich mag das, wenn das ein bisschen dicker ist. Fühlt sich dann meist auch irgendwie ein bisschen wertiger an, aber hier ist mir das einfach tatsächlich zu kurz. Also mir ist das Messer einfach zu kurz. Das hätte ich gerne ein bisschen länger gehabt. Wie gesagt, diesen Remover hier, Mold Remover, den probiere ich gerne mal aus. Man hat auch hier so eine eingefräste Kante, das heißt, ich kann das gut handeln. Das funktioniert. Aber ich finde es halt sehr leicht, ne? Es ist halt Plastik. Und hier kann man auch nichts austauschen. Okay, muss man wahrscheinlich auch nicht, aber irgendwann wird das Ding wahrscheinlich auch mal ein bisschen stumpfer. Gut, das könnte man eventuell mit einem kleinen Messerschärfer schärfen. Oder einem Schleifstein. Ja, Bohrer muss ich nicht viel zu sagen. Der wird genauso funktionieren wie jeder andere Bohrer auch, ne? Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Das Einzige, was ich halt auch mal hatte bei dem Army Painter Bohrer, da ist mir dieses Innenstück hier kaputt gegangen. Aber auch das ist Metall, also es ist kein Plastik, oder? Ne, es ist schon Metall. Also kein Plastik, dass das bricht. Aber auch das funktioniert natürlich. Pinzette finde ich super. Gerade halt schön spitz. Bin ich mega gut, brauche ich auch immer. Feilen, ich bin nicht so der Freund von Feilen. Maximal, wenn ich mal ein Base oder so unten abschneide von der Metallfigur, dann feile ich unten noch den Rest weg. Aber ansonsten nutze ich Feilen sehr, sehr selten. Kann man machen. Ich finde halt immer diese Metallenden, weiß ich nicht, meins. Könnte man auch wertiger machen, aber das ist auch genauso bei Army Painter, sehen die genauso aus.
Ja, ansonsten Cutting Mat ist immer gut, nutze ich seit mehreren Monaten auch wieder vermehrt. Man merkt schon, dass man sich das ein oder andere doch immer kaputt schneidet und diese Cutting Mats sind wirklich toll. Hier haben wir jetzt mal eine schwarze, also mal was anderes, sonst finden wir sie immer nur in grün oder meistens immer in grün. Hier haben wir jetzt mal eine schwarze und mit Warlord Games Logo drauf. Schickes Ding. Müsste ich gleich auch nochmal gucken, was das kostet. Ansonsten Masking Tape kriegen wir natürlich auch von x-beliebigen Herstellern, aber hier haben wir wieder das Komplettset und es ist natürlich günstig. So, ich habe jetzt nochmal geguckt. Cutting Mat liegt bei 13 Euro. Ist auch ein solider Preis für eine A3-Matte. Die liegen alle so in dem Rahmen. Von daher völlig okay. Das ist auch eine gute Größe. Diese kleinen, es gibt ja noch diese kleinen, finde ich nicht so gut, aber diese großen sind schon ziemlich gut, weil da hat man dann auch wirklich viel Platz drauf. Ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, das neue Warlord Games Sortiment. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Warlord Games für die Verfügung stellen dieser ganzen Werkzeuge. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was nutzt ihr für Werkzeuge, was seid ihr für Werkzeugfreunde? Muss es bei euch immer das High-End-Werkzeugtool sein oder kann es auch mal was Billiges sein? Das würde mich interessieren. Lasst uns darüber diskutieren und schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, ansonsten ja, schaut mal uns im Patreon-Programm vorbei. Wir haben das erste Goal geknackt. Vielen Dank an alle Unterstützer. Mega gut. Das heißt, wir werden jetzt mit einem dritten Format kommen, wöchentlich. Das heißt, wir haben dann drei Sendungen die Woche. Und zwar nennt sich das Ganze T-Basics. Also T-B-Asics. Und dort werden wir ganz viele solide Dinge einfach erklären und zeigen. Wir brauchen noch ein paar Wochen. Wir müssen ein bisschen was vorproduzieren, weil wir nicht direkt starten wollen und jede Woche was drehen wollen, sondern wir wollen schon ein bisschen was vorproduzieren, dass wir dann auch jede Woche wirklich abliefern können. Ja, wir haben ein nächstes Goal. Checkt mal Patreon. Unten in der Videobeschreibung findet ihr das. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche Mittwoch bei TB History oder nächste Woche Samstag bei TB TV. Bis dahin, tschüss!